Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Bonn und Berlin wird heute ein doppeltes Jubiläum gefeiert. Bundesrat und Bundestag werden 75 Jahre alt. Am 7. September 1949 tagten die Vertreter der Landesregierungen zum ersten Mal in der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn. Am selben Tag trat auch der Bundestag erstmals zusammen. In Berlin gibt es dazu ein Bürgerfest und einen Tag der offenen Tür. Einmal im Plenarsaal des Bundestags stehen, dort, wo die gewählten Volksvertreter ihre Reden halten. Eine Premiere anlässlich des Jubiläums, 75 Jahre Deutscher Bundestag. Da dachte ich, das ist ja eine ganz spannende Sache und dass die, wer weiß, wann die Chance nochmal kommt und dass ich die Chance gleich nutze beim ersten Mal. Angefangen hat es hier in Bonn im Jahr 1949, damals noch in einem geteilten Land. Die erste Bundestagssitzung, 11 Parteien sind vertreten. Erst später kommt die 5%-Hürde. Derzeit vertreten hier 733 Abgeordnete die Interessen der Bürger. Aber viele sind unzufrieden mit der Politik. Laut ARD-Deutschland-Trend finden 84% die Arbeit der Ampelregierung nicht gut. Die Politik lässt sich treiben, statt zu handeln. Führungsschwäche im Grunde genommen. Und das ist traurig. Aber ich glaube, es ist auch in der heutigen Welt, sagen wir mal so, ganz schön schwierig, jedem gerecht zu werden und das zu erreichen, dass die Mehrheit zufrieden ist. Die Bundestagspräsidentin appelliert heute an alle Bürgerinnen und Bürger, sich an der Demokratie zu beteiligen. Eine Demokratie schützt sich nicht von selbst, sondern es braucht viele Demokratinnen und Demokraten, die für diese Demokratie eintreten und sie auch schützen. Und Politik setzt Rahmenbedingungen, kann ihren Beitrag leisten, aber es braucht Menschen, Bürgerinnen und Bürger, die für diese Demokratie kämpfen. Doch woher kommt die Unzufriedenheit? Die Politik müsse wichtige Themen angehen, sagen die Besucherinnen und Besucher. Ganz klar Migration. Ja, da muss ein Zeichen einfach kommen, dass der Wille vorhanden ist. Soziale Gerechtigkeit. Und Einheit in den Parteien, nicht dieser Streit in der Öffentlichkeit. Demokratie lebe vom Kompromiss, auch das betonen heute manche. Der Bundesrat hat heute sein 75-jähriges Bestehen in Bonn gefeiert. Im ehemaligen Plenarsaal der Länderkammer sagte die derzeitige Bundesratspräsidentin Schwesig, die Fundamente der deutschen Demokratie seien gut. Zu diesen gehöre auch der Bundesrat, wo partei- und länderübergreifend nach Kompromissen gesucht werde. Hier komme das Beste aus 16 Ländern zusammen. Neben ihrem Krieg im Gazastreifen geht die israelische Armee auch massiv gegen militante Palästinenser im Westjordanland vor. Ein vor mehr als einer Woche gestarteter Großeinsatz ist jetzt offenbar beendet. Die Streitkräfte zogen sich unter anderem aus Jenin wieder zurück. Allein dort seien 14 Extremisten getötet und zahlreiche Verdächtige festgenommen worden, so das Militär. Jenin liegt im Norden des Westjordanlands und gilt als Hochburg palästinensischer Extremisten. Der Einsatz habe große Schäden angerichtet, berichtet unsere Korrespondentin Sophie von der Tann. Aufräumarbeiten in Jenin im Norden des von Israel besetzten Westjordanlandes. Nach dem größten Militäreinsatz seit Jahren, Szenen der Verwüstung. Khaled Abu Sabih und seine Tochter suchen in den Trümmern ihres Hauses nach Erinnerungsstücken. Über 40 Jahre hinweg haben wir dieses Haus gebaut, immer wieder angebaut. Und dann war es in nur einem Augenblick zerstört. Das israelische Militär vermutete militante Kämpfer und Munition unter dem Haus. Khaled bestreitet das. 9 Tage waren hunderte Soldaten an mehreren Orten im nördlichen Westjordanland im Einsatz. Man sei gegen Terroristen vorgegangen, sagt das Militär. Jenin gilt als Hochburg militanter Gruppen. Laut palästinensischen Angaben wurden insgesamt 39 Menschen getötet, darunter auch Zivilisten. Fuad al-Arabi erklärt, dass sein Bruder die Militärjeeps in der Stadt mit seinem Handy gefilmt habe. Dann hätten Soldaten auf ihn geschossen.
Es gibt hier einfach keine Zukunft. Kinder haben hier keine Träume, keinen Horizont. Seit dem 7. Oktober hat die Intensität von israelischen Militäreinsätzen im besetzten Westjordanland massiv zugenommen. Hier in Jenin sind die israelischen Soldaten abgerückt. Aber die Menschen wissen, dass sie jederzeit zurückkehren können. Einsätze sollen fortgesetzt werden, sagt die Armee. In Algerien waren heute mehr als 24 Millionen Menschen zur Präsidentenwahl aufgerufen. Es wird ein Sieg von Amtsinhaber Tebboune erwartet. Seine beiden Gegenkandidaten gelten als chancenlos. Tebboune kam 2019 nach Massenprotesten gegen seinen Vorgänger ins Amt. Kritiker werfen ihm vor, autoritär zu regieren und gegen die Menschenrechte zu verstoßen. Tebboune versprach im Wahlkampf, das Land unabhängiger von Rohstoffverkäufen zu machen. Algerien ist der größte Gasexporteur Afrikas und auch für Europas Versorgung wichtig. Wahltag in Algerien, aber viel Auswahl haben die Wählerinnen und Wähler nicht. Neben dem Präsidenten wurden nur zwei weitere Kandidaten zugelassen. Die Wahllokale am Morgen mäßig besucht. Auf dem Markt in einem trubeligen Altstadtviertel der Hauptstadt Algier klagen die Menschen über die hohen Preise. Beim Thema Wahl winken viele ab, weil sie nicht offen reden oder nicht wählen wollen. Lass mich mit Politik in Ruhe. Hauptsache, ich kann Brot kaufen. Wen sollte ich überhaupt wählen? Der Wahlsieger steht quasi fest. Der 78 Jahre alte Präsident Tebboune. Er regiert autoritär, hat aber diverse Parteien und das Militär hinter sich. Und er will mit der Wirtschaft punkten. Wir müssen in diesem Land Wohlstand und Arbeitsplätze schaffen. Ich möchte mein Land in die Lage versetzen, zu den Ländern Südeuropas aufzuschließen. 2019 hatte Tebboune versprochen, der Demokratiebewegung Hirak die Hand zu reichen. Die hatte seinen Vorgänger Bouteflika gestürzt. Doch dann wurde sie verboten. Und auch heute werden Regimegegner und Journalisten verhaftet. Wahlkämpfer der sozialistischen Opposition. Sie kämpfen für mehr Demokratie und einen sozialen Staat und für die Zukunft junger Menschen. Das ist doch ein reiches Land. Die Jungen könnten hier eine Zukunft haben. Aber das System zwingt sie geradezu zu gehen. Leider. Soll heißen, sie suchen ihr Glück jenseits des Mittelmeers in Europa. Obwohl Algerien mit Gas und Sonne viel Potenzial hat. Im Februar reiste deshalb Wirtschaftsminister Habeck in das Land mit großen Hoffnungen für Wasserstoffprojekte. Aber Wirtschaftsbeziehungen mit Algerien leiden unter schwer durchschaubaren Geschäftspraktiken und Bürokratie. Und politisch steht Algerien auch Russland, den Palästinensern und dem Iran nahe. Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro hat am heutigen Unabhängigkeitstag zu einer Massendemonstration aufgerufen. Landesweit gibt es Proteste gegen die richterlich verfügte Sperrung des Kurznachrichtendienstes X. Die Justiz wirft X vor, mit der Verbreitung von Fake News die Demokratie auszuhöhlen. Bolsonaro gilt als rechtsextrem und er wird vom Besitzer der Plattform X, Elon Musk, unterstützt. Ein Tag zum Feiern von wegen. Ex-Präsident Bolsonaro hat zur Demonstration aufgerufen. Wer in Sao Paulo oder an der Copacabana demonstriert, sieht die Freiheit bedroht. Die Sperrung der Social-Media-Plattform X spaltet die brasilianische Gesellschaft. Es ist absurd. Wir erleben den Anfang einer Diktatur durch einen Richter. Wir dürfen jetzt nicht schweigen. X ist in Brasilien für viele Probleme verantwortlich. Die Plattform verbreitet Hass. Seit einer Woche ist X in Brasilien abgeschaltet. Der Ursprung der Sperrung liegt hier. Als Anhänger von Ex-Präsident Bolsonaro vergangenes Jahr das Verfassungsgericht, das Parlament und den Präsidentenpalast verwüsten. Für Verfassungsrichter Moraes das Ergebnis von Desinformation und Hetze im Netz. Er will, dass X verdächtige Konten sperrt. Elon Musk aber weigert sich. Der reichste Mensch der Welt nutze seine Plattform und seinen Einfluss, um politische Gegner zu diskreditieren und unterstütze gezielt die globale Rechte, sagen Beobachter. Muss man die Anordnung des Richters hinterfragen? Ja. Darf man die Anordnung ignorieren? Nein. Musk handelt böswillig. In anderen Ländern wurden Konten ohne Probleme gesperrt. Der politisch linke Präsident muss sich der Debatte stellen, betont heute am Tag der Unabhängigkeit. Wir tolerieren keine Person, egal wie reich, die unsere Legislative angreift. Unsere Unabhängigkeit steht nicht zum Verkauf. Mit der Schützenhilfe von Elon Musk gibt es eine neue Diskussion in Brasilien, die politische Gräben vertieft.
Im Prozess gegen den früheren US-Präsidenten Trump wegen Schweigegeldzahlungen wird das Strafmaß erst nach der Präsidentenwahl im November verkündet. Zur Begründung erklärte der Richter, es solle jeder Anschein vermieden werden, dass das Verfahren die Wahl beeinflusse. Er gab damit einem Antrag Trumps statt. Trump war im Mai schuldig gesprochen worden, Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben, um Schweigegeldzahlungen an eine ehemalige Pornodarstellerin zu verschleiern. In Frankreich hat es heute in vielen Städten regierungskritische Proteste gegeben. Sie richteten sich gegen die Ernennung des konservativen Politikers Barnier zum neuen Premierminister. Wie hier in Paris gingen Zehntausende Menschen auf die Straßen. Linke Parteien werfen Präsident Macron vor, mit der Auswahl des ehemaligen EU-Kommissars das Ergebnis der Parlamentswahl von vor etwa 2 Monaten zu ignorieren. Eine technische Störung hat am Nachmittag zu weiträumigen Zugausfällen geführt. Betroffen waren alle Züge, die mit Ziel Frankfurt am Main unterwegs waren oder von dort abfahren sollten. Nach mehreren Stunden konnte der Fern- und Nahverkehr wieder anlaufen. Bahnreisende müssen allerdings weiterhin mit Folgeverspätungen und Ausfällen rechnen. Grund für die Störung war ein Ausfall des Zugfunks. Im Nationalpark Harz kämpfen Feuerwehren und Helfer weiter gegen einen großen Waldbrand. Rund um den Brocken haben sich mehrere Flammenherde vereinigt. Derzeit breite sich das Feuer aber nicht weiter aus, heißt es. Erwartet wird, dass der Einsatz noch mehrere Tage dauert. Rauchsäulen über dem Brocken. Seit gestern Nachmittag kämpfen Feuerwehrleute hier im Harz gegen die Flammen. Löschflugzeuge, Hubschrauber und Feuerwehren sind im Einsatz. In der Nacht gingen mehrere Brandherde in einen großen über. Mittlerweile brennt es auf 1 Kilometer Länge. Bereits gestern wurden etwa 500 Menschen in Sicherheit gebracht. Es handelt sich vor allem um Wanderer und Sportler, heißt es von Einsatzkräften. Neben den Wanderwegen ist auch die Brockenbahn gesperrt. Es gilt eine amtliche Gefahrenmeldung. Der für heute geplante Brockenlauf hat trotzdem stattgefunden. Ein Teil der Strecke lief über eine Alternativroute. Die Lage im Harz bleibt weiter angespannt. Doch zumindest breite sich das Feuer aktuell nicht weiter aus. Die gute Nachricht des Tages ist, dass wir die Flammen bereits unter Kontrolle haben. Also zumindest ist erstmal eine Ausbreitung gestoppt. Und wir arbeiten jetzt daran, die einzelnen Feuer, die sich zu einem großen vereinigt haben, zu bekämpfen. Zuversicht macht die Wettervorhersage für die kommenden Tage. Nach Hitze und Wind heute soll es deutlich kühler werden und es ist Regen angesagt. Auch heute können sich die deutschen Athletinnen wieder über mehrere Medaillen bei den Paralympics freuen. Bei den Dressurreiterinnen gab es zum Abschluss der Reitwettbewerbe 2x Silber und 1x Bronze. Erfolgreich war auch Tischtennisspielerin Sandra Mikulaschek. Gold für Sandra Mikulaschek. Die 27-Jährige nutzt am frühen Abend gleich den ersten Matchball gegen die Weltranglisten-Erste aus Serbien und gewinnt ihre erste Paralympics-Medaille. Es ist gleichzeitig der erste Titel für die deutschen Tischtennisfrauen seit 2004. Und auch in der Dressur liefern die Deutschen wieder Edelmetall. Nach Regine Mispelkamp und Annalena Niehüß mit Silber holt auch Heidemarie Dresing in der Kür eine Paralympics-Medaille. Im Viereck von Versailles gewinnt die 69-Jährige Bronze. Silber dagegen im Schwimmbecken. Gina Böttcher gewinnt im Rennen über die 50 Meter Rücken die nächste deutsche Medaille. Die deutschen Rollstuhlbasketballer feiern historisches Bronze. Noch im Schlussviertel liegt das Team gegen die in Weiß spielenden Kanadier zurück, dreht dann aber mächtig auf. Deutschland siegt am Ende furios mit 75-62. Die Bronzemedaille, der größte Erfolg seit 32 Jahren. Und hier noch die Lottozahlen. 5, 8, 14, 26, 32, 43, Superzahl 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 8. September.
Im Osten wird es unter Hochdruckeinfluss nochmal sonnig und heiß, während tiefer Luftdruck von Westen für wechselhaftes Wetter sorgt. Und von dort werden die Wolken heute Nacht dichter und bringen Schauer, auch einzelne Gewitter sind dabei, Richtung Osten überwiegend klar und trocken. Dort morgen nochmal viel Sonnenschein, sonst neben Sonne auch dichte Wolken mit Schauern und Gewittern, die später im Süden unwetterartig sein können. Im Osten heute Nacht teilweise wieder tropisch warm, an den Alpen nur etwas über 10 Grad. In der Eifel morgen knapp unter 20, im Osten wieder heiß bei über 30 Grad. Montag überall unbeständig, vom Norden bis in den Osten sind teilweise auch unwetterartige Regenfälle möglich. Wechselhaft auch in den folgenden Tagen, die Temperatur entspricht dabei langsam der Jahreszeit. Um 23.35 Uhr hat Jesse Wellmer diese Tagesthemen für Sie. Wenn der Zug nicht mehr fährt, die technische Störung bei der Bahn und Filmfestival in Venedig, wer die Löwen in diesem Jahr erhält. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.